Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem DEL2-Punktspiel zwischen den Dresdner Eislöwen und den Heilbronner Falken. Endstand 7:4 vor 2120 Zuschauern hier in der Dresdner Energieverbundarena. Bei der Pressekonferenz wie gewohnt die beiden Trainer, zum einen Mennix Wolf, Trainer der Heilbronner Falken, und Thomas Popisch, Trainer der Dresdner Eislöwen. Zunächst natürlich möchten wir die Einschätzung von unserem Gast hören und bitten Mennix Wolf um eine kurze Einschätzung. Schönen guten Abend, Thomas, gratuliere. Verdienter Sieg, keine Frage. Wenn man hinterfällt in ein Spiel 0-4, dann verdient man nicht zu gewinnen. Aber ich mache meine Mannschaft, sage ich mal, mindestens ein kleines Lob, indem dass die sich ins Spiel fast wieder eingekämpft haben. Und vielleicht mit ein bisschen Glück der Tüchtiger hätten wir doch euer Leben noch schwerer machen können. Ich werde sicherlich sehr interessiert sein, diese eine Torraumgeschichte. Für mich ist der Kipppunkt in dem Spiel hinten aus. Ist das Tor, das uns nicht gegeben worden ist, und kurz danach fällt diese Powerplay-Tor gegen uns. Okay, es soll es nicht sein. Wenn du unten bist, dann passiert solche Dinge. Und wir werden hart arbeiten müssen, um hier rauszukommen aus der Situation, wo wir drin sind. Danke. Vielen Dank, Mennix Wolf. Dann natürlich auch die Frage an Thomas Popisch. Wie hast du das Spiel gesehen? Guten Abend. Ja, es war zum Schluss eng. Heute ging es um 3 Punkte. Ich bin froh, dass wir die 3 Punkte haben. Ich glaube, es hat oder jeder hier, der für Dresdner Eislöwen war, war zum Schluss froh, dass es dann so für uns ausgegangen ist, weil Heilbronn einfach auch die Qualität hat, egal wie das Spiel läuft. Im offensiven Bereich, die erste Sturmreihe war immer gefährlich gewesen. Dass sie einfach, immer die Tore schießen können. Und wir haben eben nicht so weitergespielt, auch nach dem 4-0 konsequent konzentriert, dass wir unsere Chancen vorne nicht genutzt haben und dann zu viele Sachen zugelassen. Aber ich will ja gerade oder möchte eigentlich nicht so viel auf die einzelnen Sachen eingehen, weil die werde ich mit der Mannschaft auswerten müssen. Aber Respekt auch an Heilbronn, wie sie nach dem 0-4 weitergearbeitet haben, geackert haben zu jeder Zeit. Wie wir aber trotzdem einen Weg gefunden haben, heute das Spiel zu gewinnen. Und das war heute das Wichtigste, dass wir heute einen Weg gefunden haben, hier die 3 Punkte hier zu behalten. Und so gehen wir auch Schritt für Schritt weiter, dass wir da wieder im mentalen Bereich auch wieder weiterkommen und stärker werden. Heute haben nur die 3 Punkte gezählt und das ist der Fakt, der heute stand, und jetzt geht es fokussieren auf Rissersee. Wird ein schweres Spiel am Sonntag für die Mannschaft, aber wir werden bereit sein. Vielen Dank, Thomas. Dann gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, Fragen an die beiden Trainer zu richten. Gibt es Fragen? Berthold Neumann, Sächsische Zeitung. Herr Popisch, wann haben Sie sich für den Einsatz von Mirko Sacher entschieden und wie hat er gespielt aus Ihrer Sicht? Da hat der Trainer nicht viel Einfluss, ob der spielt oder nicht. Heute Morgen kam er an, sah etwas sehr lediert aus, die Augen waren zugeschwollen wie nach einem Boxkampf über 12 Runden. Ja, wie gesagt, im Laufe des Tages wird es besser, Mirko, und er hat sich dann entschieden zu spielen und ich bin sehr froh, dass er gespielt hat, weil er hat uns immer wieder Impulse gegeben nach vorne und hat die meisten richtigen Entscheidungen heute von allen Spielern gemacht. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gibt es natürlich noch die Ergebnisse aus den anderen DL2-Arenen. Da haben wir das Spiel zwischen den Löwen Frankfurt und den Eispiraten Krimmitschau. Endstand 7:2. Freiburg unterliegt Rosenheim mit 2:4. Kassel Huskies schlagen Bietigheim Steelers mit 2:0. Es gibt noch ein Spiel zwischen Kaufbeuren und Bremerhaven. Das ist in die Verlängerung gegangen. 2:3. Die Lausitzer Füchse unterliegen dem SC Rissesee mit 4:6. Und es läuft, nein, Entschuldigung, es ist auch schon beendet, sehe ich gerade, Ravensburg gegen Bad Nauheim. Da steht es 2:2, das heißt, es geht noch in die Verlängerung. Und da haben wir leider noch kein Endergebnis vorliegen. Wie geht es weiter bei den Dresdner Eislöwen am Sonntag? Wir haben es gerade vom Trainer gehört. Das Spiel beim SC Rissesee, da geht es 17 Uhr los. Dann am Freitag direkt nochmal ein Auswärtsspiel. Es geht nach Rosenheim. Es beginnt 19.30 Uhr. Das nächste Mal hier in der Energieverbundarena sehen wir uns am Sonntag, dem 29. November um 17 Uhr. Zu Gast dann die Fischer und Pinguins aus Bremerhaven.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, unserem Gast aus Heilbronn natürlich einen guten und sicheren Nachhauseweg und Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.